könnte so. Bald kommt der Frühling. Dann wird alles besser. Sie sagte es zu dem Mädchen, das auf der Fensterbank hockte und sich langweilte. Sie lebten allein auf dem Hof, fern der großen Chaussee, auf der Krieg vorbeigezogen war. 3 Monate schon allein. Die Nachbarhäuser waren unbewohnt, die Dörfer ohne Menschen. Selbst die Tiere waren geflohen. Ein Wunder, dass noch Vögel sangen. Im Winter, als der Lärm aus der Ferne dröhnte, hatten sie sich hinter Schneewehen versteckt gehalten. Nun war er fort. Der Krieg und der Schnee. Und eine Stille lag über dem Land, als hätte die Erde aufgehört, sich zu drehen. Jeden Tag ging der Mann in den Wald, um Holz zu holen für den Herd und den Ofen. Eigentlich hätte er, obwohl schon 60 Jahre alt, Soldat sein müssen. Aber der Krieg kam schneller als der Einberufungsbefehl. So blieb er bei Frau und Kind auf dem einsamen Gehöft und konnte sich um das Holz kümmern. »Wo sind Sie geblieben?«, fragte das Mädchen jeden Morgen. Sie meinte die Nachbarn und die Kinder, mit denen sie in die Schule gegangen war. »Im Sommer kommen alle wieder«, antwortete die Mutter. »Dann wirst du wieder in die Schule gehen und mit den anderen spielen.« »Ja, im Sommer.« Mittags, wenn sie kochte, stieg Rauch aus dem Schornstein und verbreitete die Hoffnung, jemand werde das Zeichen sehen, sich ihrer erinnern und vorbeischauen. Aber niemand kam. Keine Pferdefuhrwerke klapperten den Feldweg herauf. Kein Radfahrer verirrte sich in ihre Gegend. Kein Wanderer fragte nach dem Weg. »Sie haben uns vergessen«, sagte die Frau. Einmal ging der Mann nicht in den Wald, sondern ins nächste Dorf, um nach Menschen zu suchen. Er klopfte an jede Haustür und rief die Namen, die er kannte. Aber keiner antwortete. Nicht einmal Hunde traf er. »Wenn die Zugvögel am Himmel erscheinen, werden auch die Menschen kommen«, sagte er zu dem Kind. »Warte nur auf die Störche.« Eines Morgens kamen sie. Nicht die Zugvögel, sondern 7 Soldaten, die über das Feld marschierten, direkt auf ihr Anwesen zu. Die Frau wollte die Tür verschließen und sich mit dem Kind auf dem Dachboden verstecken. Aber der Mann trat vors Haus, ging den Soldaten entgegen und machte Anstalten, sie in sein Haus einzuladen. Eine uniformierte Frau trat vor und sagte, »Guten Morgen, ihr Deutschen.« Dabei versuchte sie zu lächeln, aber es misslang. Während die Dolmetscherin vor der Tür blieb und dem Mann von den Zerstörungen erzählte, die der Krieg in der Stadt angerichtet hatte, betraten die Soldaten das Haus. Einer postierte sich an der Hintertür, die Maschinenpistole vor dem Leib, ein zweiter nahm auf der Treppe zum Boden Platz, die anderen gingen von Stube zu Stube und traten den Dreck von den Stiefeln. Einer sprach auch mit dem Mädchen auf der Fensterbank. Es klang freundlich. In der Küche bewachten 2 Soldaten die Frau, die am Herd stand und Suppe rührte. Sie nahmen am Küchentisch Platz, legten die Maschinenpistole so auf das Holz, dass der Lauf auf den Herd und den Suppentopf gerichtet war. Die Dolmetscherin betrat mit dem Mann das Haus, um zu sagen, was gesagt werden musste. In der Stadt würden Arbeiter gebraucht. Der zerstörte Bahnhof sei herzurichten, damit wieder Züge fahren könnten. Züge seien das Wichtigste in dieser Zeit. Mit einem Zug könnten sie auch nach Deutschland fahren zu gegebener Zeit. Deshalb müsse der Mann mitkommen. Jetzt, auf der Stelle. Er trat zum Küchenherd, starrte in den Topf, in dem die Frau rührte, und wollte fragen, ob er noch einen Teller Suppe essen dürfe. In der Stadt gibt es ein großes Haus für die Arbeiter.
erzählte die Dolmetscherin. Jeder hat eine warme Stube und gutes Essen. Wer arbeitet, bekommt auch zu essen. So ist das bei uns. Als er fragte, ob auch Frau und Tochter mitkommen dürften in das Haus mit den warmen Stuben, schüttelte die Dolmetscherin den Kopf. Wenn die Stadt aufgeräumt ist, werden die Familien nachkommen, antwortete sie. Im Sommer werden sie kommen. Die Frau holte ihm den Pelzmantel und die schweren Stiefel. Sie bestand darauf, eine Strickjacke überzuziehen. Und vergiss die Handschuhe nicht. Es ist ja bald Sommer, winkte er ab, als sie ihm den dicken Pullover über den Kopf streifen wollte. Sie gab auch Wäsche mit, vor allem Handtücher und Hemden, die gebraucht werden, wenn einer zur Arbeit in die Stadt fährt. Die Soldaten führten ihn vors Haus, nahmen ihn in ihre Mitte. Das Mädchen wollte dem Vater folgen, rannte aber nur gegen Stiefelschäfte und erdbraune Mäntel an, die nach einem Desinfektionsmittel rochen. »Bald ist Sommer, Irmchen«, flüsterte die Frau und nahm das Kind auf den Arm. Nur einmal wurde es laut, als ein Soldat in einen Krähenschwarm feuerte, der sich auf einem Eschenbaum niedergelassen hatte. Der Kommandeur erteilte ihm einen Verweis, weil es still zugehen sollte. So still, wie es sein muss, wenn der Krieg zu Ende ist. So gingen sie über die Felder zu der Chaussee, auf der Krieg vorbeigezogen war. »Ich hätte kein Feuer machen sollen«, sagte die Frau. »Ohne Feuer kein Rauch. Sie hätten uns nicht gefunden.« Danach sprachen Mutter und Kind stundenlang über das große Haus mit den warmen Stuben und über den Sommer. 2 Tage später kamen sie wieder. 3 Soldaten und die Dolmetscherin. 2 blieben vor der Tür, der 3. begleitete die uniformierte Frau ins Haus. »Wir haben ein Problem«, sagte die Dolmetscherin und versuchte wieder zu lächeln. »Die vielen Arbeiter, die den Bahnhof aufräumen, müssen verpflegt werden. Wir wollen eine Küche einrichten und brauchen Frauen, die Kartoffeln schälen, Suppe kochen und die vielen Dinge erledigen, die nur Frauen können.« »Zieh dich an, Irmchen«, rief die Frau. »Zieh alles über, was du hast.« »Das Kind kann nicht mitkommen«, entschied die Dolmetscherin. »Ich soll mein Kind allein lassen?« 2 Dörfer weiter leben noch Menschen«, erklärte die Dolmetscherin. »Dort kann das Kind bleiben, bis Sommer ist. Im Sommer kehren alle wieder.« Sie erlaubte ihr, das Kind mitzunehmen, 2 Dörfer weiter zu den anderen Menschen. Vorn die uniformierte Frau, gefolgt von der Mutter mit dem Kind, hinter ihnen die Soldaten. Wieder war es sehr still auf den Feldern, die auf den Sommer warteten. Es schoss auch niemand in Krähenschwärme. »Ihr Kind wird es gut haben«, sagte die Dolmetscherin. »Haben Sie auch Kinder?«, fragte die Frau. Die Dolmetscherin zuckte unwirsch mit den Schultern. Diese Frage hatte sie nicht verstanden. 2 Dörfer weiter hielt der Trupp vor einem strohgedeckten Haus. Ein Soldat stieß die Tür auf, riss das Kind von der Hand der Mutter und drängte es über die Schwelle. Die beiden anderen hinderten die Frau daran, dem Kind zu folgen. Wieder musste es schnell gehen. Kaum war das Kind hinter der Tür verschwunden, stießen sie die Frau vorwärts, trieben sie die Straße hinab, der Stadt entgegen und dem großen Haus, in dem die Suppe gekocht werden sollte. »Bist du das, Lenchen?«, fragte eine alte Stimme aus dem Dunkel. Das Kind folgte der Stimme, bis es zu einer Frau kam, die am Ofen saß und strickte. »Haben sie dir die Eltern weggenommen?«, fragte die Alte und betastete Kopf und Hände des Kindes. »Mein Vater arbeitet in der Stadt und meine Mutter soll ihm Suppe kochen«, sagte das Kind. »Mein Lenchen haben sie auch in die Stadt geholt«, erzählte die Frau. »Sie soll den Bahnhof aufräumen. Mein Lenchen ist 20 Jahre alt und kann gut arbeiten. Aber was soll ich mit dir anfangen? Du bist doch nur ein kleiner Grashüpfer.«
Sie gab dem Kind das Bett, in dem ihr Lenchen geschlafen hatte. Du kannst bleiben, bis Sommer ist. Im Sommer kommen alle wieder, haben sie versprochen. Aber niemand hat gesagt, in welchem Sommer das sein wird. Als die Sonne hoch genug stand und die Wege trocken waren, wollte das Mädchen in die Stadt gehen, um Vater und Mutter zu suchen. In welche Stadt willst du gehen? Fragte die alte Frau. Das Kind wusste es nicht. Es gibt so viele Städte und alle haben zerstörte Bahnhöfe. Da kannst du lange suchen. Endlich kam der Sommer. Das Kind blieb bei der alten Frau, weil es nicht wusste, in welche Stadt es gehen sollte. Es streifte durch die Wälder, um Beeren und Pilze zu sammeln, kam auch zu dem Haus am Waldrand, in dem es mit den Eltern gelebt hatte. Wie früher saß es stundenlang auf der Fensterbank, hielt Ausschau nach Menschen, die kommen sollten. So verging der Sommer. Die meinten einen anderen Sommer, sagte die alte Frau. Nachdem der erste Schnee gefallen war, erschienen wieder Uniformierte. Sie betraten das strohgedeckte Haus und sagten, in der Stadt stehe ein Zug bereit, der sie in das Land bringen werde, in das sie gehörten. Dort warteten Vater und Mutter auf das Kind. Das Lenchen sei auch in dem Land, in das sie gehörten. Also machten sie sich auf den Weg in die Stadt. Das Mädchen hielt Ausschau nach dem Haus, in dem die Arbeiter wohnten, aber es fand nur einen verlassenen Güterbahnhof mit verrosteten Schienen und einer Lokomotive, die 4 Viehwaggons voller Menschen in das Land ziehen sollte, in das die Menschen gehörten. Auf der Fahrt durch den Winter, die sehr lange dauerte, starb die alte Frau. Die Leute, die mit im Güterwagen saßen, zogen die Tote zur Tür. Als der Zug auf freier Strecke hielt, legten sie die alte Frau an den Bahndamm. Nach der Ankunft in dem Land, zu dem das Kind gehörte, gaben sie es in ein Waisenhaus, in dem viele Kinder auf den nächsten Sommer warteten. Mit den Jahren vergaß es Vater und Mutter. Auch die Erinnerungen an das Gehöft am Waldrand, an die Soldaten und die uniformierte Frau, die versprochen hatte, dass alle heimkehren sollten, verblasste mehr und mehr. Ein halbes Jahrhundert musste vergehen, bis ein Brief eintraf, der als Absender weiter nichts als ein rotes Kreuz trug. Er berichtete von einem Vater, der in einem Lager in Karaganda gestorben war, und von einer Mutter, die 2 Jahre länger gelebt hatte, auch in Karaganda. Welch ein schönes Wort, dachte sie. In Karaganda ist immer Sommer. Ah. So, hier war. Vielen Dank für die Lesung. Herr Sominski, Karaganda ist eine Geschichte aus ganz vielen, die Sie in Ihrem jüngsten Buch geschrieben haben. Und Sie haben sie selbst ausgesucht, um diesen Erinnerungstag zu starten. Warum gerade diese Geschichte? Weil diese Geschichte mit anderen Personen, mit anderen Umständen genau das schildert, was ich erlebt habe. Ich war das kleine Mädchen in der Geschichte im Grunde genommen. Auch bei mir war es so, dass sie erst mal einen Vater holten und 2 Tage später die Mutter. Und es war immer, auch hier, es wurde immer eine Hoffnung gegeben. In ein paar Monaten kommen alle wieder, die haben nur die und die Arbeiten zu machen. Und diese Hoffnung, die war natürlich etwas, was einen ermuntert hat, was einen am Leben erhalten hat. Also man schaute immer hin, wo kommen sie nun endlich? Ne? Und deshalb ist diese Geschichte auch bis zum Schluss im Winter dann mit der Eisenbahn nach Deutschland fahren, im Grunde genommen so eine Kopie meiner Geschichte. Sie kennen das Warten und die Ungewissheit und auch das Vergessen ganz genau.
Ja. Also das Warten und die Ungewissheit, das hat mich in diesem ersten Sommer nach Kriegsende sehr geprägt, weil ich ja immer in der Hoffnung war, sie kommen bald wieder. Nicht? Da waren Sie ein 12-jähriger Junge, der sich nicht als weise verstanden hat, nehme ich mal an. Ich bin 34 geboren. Im Sommer 45 wurde ich 11. Ne? Okay, also dieses Jahr war das Jahr zum 12. Es waren da so sonderbare Dinge, die man also nur vermisst hat. Also nicht nur die unmittelbare Nähe, auch so vor allen Dingen die Geborgenheit, die fehlte einem völlig. Man hat ja in dem Alter noch Angst vor allen möglichen Dingen, vor einer dunklen Nacht oder Angst am Friedhof vorbeizugehen und so weiter. Das tat man eigentlich immer nur an der Hand der Mutter, an der Hand des Vaters vorher. Und jetzt musste man das alles alleine machen. Nicht? Angst um Essen und Trinken, das hat mich da eigentlich schon sehr begleitet. Ne? Aber es gab Menschen, die sich um Sie gekümmert haben. Wer war da anstelle der Eltern? Ja, Menschen, die sich um mich gekümmert haben, mal so, ich habe mich praktisch wie ein Haustier, wie ein Hund zu ihnen gesellt, so war das. Das war nicht da so, dass sie sagten, du komm her, du bist nur unser Kind, sondern man lief da so mit. Mhm. Das waren Verwandte, oder? Waren das Fremde oder Verwandte? Das waren völlig Fremde. Und ich habe die erste Frau, die mit zwei Mädchen da lebte in dem Bauernhof, die habe ich nachher in den 40er Jahren in Masuren auf dem Marktplatz getroffen. Und als ich mich erkundigte, ich war mit unseren großen Kindern da, ich erkundigte mich, ist hier jemand, der Deutsch sprechen kann? Da zeigten sie auf die alte Frau, die auf der Treppe saß. Darüber habe ich dann auch eine Geschichte geschrieben. Die Vergangenheit saß auf der Treppe. Ich habe mich ihr vorgestellt, ich bin der und der und wer ist sie und sie? Und es stellte sich heraus, das war die Frau, die damals, als meine Eltern abgeholt wurden, mich für ein paar Tage da aufgenommen hatte. Und sie sagte dann zu mir, ach, du bist das Jungche, das damals so geweint hat. Das war also die Begegnung dort auf dem Marktplatz. Hat sich für Sie da ein Kreis geschlossen, diese Frau wiederzusehen? War das eine wichtige Begegnung? Nein, es war für mich nur so überraschend, dass sie sich daran erinnerte, dass ich das war und wie die Umstände waren. Ich kann mich gar nicht erinnern, dass ich so viel geweint habe, aber sie behauptet ja, ich hätte geweint. Sie haben aber dennoch relativ lange gebraucht, um vom Mensch, der mit dieser Erinnerung durchs Leben läuft, zum Schriftsteller zu werden, der über diese Erinnerungen schreibt. Warum hat es so lange gebraucht, Herr Sominski? Sie waren knapp 40, als Ihr erstes Buch auf den Markt gekommen ist. Ja, es ist, man hat ja auch noch was anderes zu tun, als Bücher zu schreiben. Nicht? Man muss ja, aber es wurde zu einem ziemlich großen Lebensthema. Man muss einen Beruf lernen, man muss arbeiten, man hat eine Familie und alles Mögliche. Und ich hatte dies schreiben wollen und schreiben können immer im Kopf. Ich habe auch immer geschrieben. Und hatte dann die Überlegung, was willst du für komische Projekte alle schreiben, Geschichten und Erzählungen und Krimis, schreib doch diese Geschichte auf, die da in Ostpreußen passiert ist. Und so entstand also der erste Roman, da war ich 40 Jahre alt, stimmte. Das war Jokinen. Das war Jokinen, ja. Vielleicht hören wir da noch mal eine Szene draus, die Sie auch rausgesucht haben, die noch mal sehr autobiografisch, glaube ich, ist. Ja, ja. Soll das losgehen? Ja, ja. Er liest uns jetzt was vor. Ja, das ist das, was ich auch Ihnen eben gesagt habe. Immer diese Hoffnung, diese Erwartung, die sind ja schon da, die sind in Deutschland. Ich wäre gar nicht mitgefahren mit diesem Transport, wenn die Nachbarn nicht gekommen wären, hätten gesagt, ach komm mal mit, deine Eltern sind auch in Deutschland. Sonst hätte ich weiter bei den Russen Stiefel geputzt, was ich da zu der Zeit getan habe. Deshalb bin ich mitgekommen, weil ich erwartete, die wären schon da. Und das ist nur die Szene, wie ich mich erkundigt habe. Genau, die hören wir jetzt. Plötzlich tauchte ein einigermaßen intakter Bahnhof auf, manierlich beleuchtet.
Am gegenüberliegenden Bahnsteig hielt die Stadtbahn, voll besetzt mit vernünftig angezogenen Menschen, die die Güterwagen anstarrten, als käme da ein Transport wilder Tiere aus dem fernen Asien. Bitte 100 Meter geradeaus, ein kleines Stück rechts, da ist ein Bunker mit dem Schild Notaufnahme. Bleiben wir da lange, erkundigte sich einer aus dem Güterzug. Nur diese Nacht, sagte der Bahnbeamte. Morgen geht es weiter, weiter in den Westen oder nach Thüringen. Aber erst einmal in den Bunker reinkommen. Da stand eine Menschenschlange, gut so lang wie vom Jokener Krug bis zur Mühle. Registrieren. Zwei Mädchen am Eingang notierten die Namen. Hermann drängte sich in die Schlange, stand vor einer Frau, die er nicht kannte. »Wohin gehörst du denn, Jungche?«, fragte die. »Ich bin allein«, sagte Hermann. »Meine Eltern sind nicht hier. Die haben sie zum Arbeiten nach Russland geholt.« »Na, von denen kommt auch keiner zurück«, sagte die fremde Frau. »Die Verschleppten sind doch alle umgekommen.« »Meine Eltern sind nicht umgekommen«, schrie Hermann so laut, dass sich alle umdrehten. »Die arbeiten in Russland. Und wenn sie damit fertig sind, kommen sie nach Deutschland zurück.« Da mischte sich Peters Mutter ein, sagte etwas zu der fremden Frau, das Hermann nicht verstand. »Ist schon gut, Jungche. Wenn die Arbeit in Russland fertig ist, kommen sie zurück.« Vorn im Büro die beiden eifrigen Mädchen. Sie schrieben alles auf, Name und Herkunftsort angeben, dann waren sie durch. Der Bunker empfing sie mit behaglicher Wärme und einem Wasserklosett, das beängstigend laut rauschte. Dazu im Waschraum eine lange Reihe von Wasserhähnen, von denen einige unablässig leckten. »Da kommt sogar warmes Wasser raus«, stellte Peter fest. Sie stromerten durch den Bunker, wollten sehen, was es da so alles gab. Mensch, sogar eine Küche. Aber die war jetzt zur Nachtzeit geschlossen. Na, morgen gibt es bestimmt etwas zu essen. Um 11 Uhr knipste eines der Mädchen das Licht aus. Schlafenszeit. Also hingehauen auf die schönen, weichen Strohsäcke, die den Fußboden bedeckten. Dunkel. Nur der rote Schein des Schildes Notaufnahme fiel vom Eingang auf die Schlafenden und die Wachenden. Man kann schlecht einschlafen in so einem Bunker. Hermann lag wach, starrte zum roten Licht am Eingang und dachte an das Gespräch mit der fremden Frau. Es wollte ihn nicht loslassen. Vorn hörte er die Mädchen im Büro kichern. Telefone läuteten. Hermann tastete sich über die Schlafenden hinweg, ging ganz vorsichtig, so dass nicht einmal Peter es bemerkte. Er wartete vor dem Büro, musste sich Mut einreden, bevor er eintrat, ohne anzuklopfen. »Na, Kleiner«, sagte das Mädchen, »um diese Zeit musst du doch schlafen.« »Ich suche meine Eltern«, erklärte Hermann. »Wie heißt du denn?« Er nannte seinen Namen. Sie nahm einen Stapel brauner Papierlisten, beugte sich darüber und befahl ihrem linken Zeigefinger, die Namenszeilen auf- und abzugleiten. »Wie heißen deine Eltern?« »Karl Steputat und Martha Steputat aus Jokenen in Ostpreußen.« »Die sind nicht auf meiner Liste«, sagte sie. »Die sind heute auch nicht mitgekommen«, antwortete Hermann. »Im März haben die Russen sie weggeholt. Sie sind nicht nach Hause zurückgekommen, da habe ich gedacht, vielleicht sind sie von Russland gleich nach Berlin gefahren und warten hier auf mich. Wenn sie hier durchgekommen sind, müssen sie sie doch aufgeschrieben haben.« Das Mädchen befahl dem linken Zeigefinger anzuhalten. Sie blickte auf, ratlos, erhob sich. Der Zeigefinger, der eben noch die Namensreihen abgesucht hatte, berührte Hermanns Haar. »Nein, mein Junge, die sind nicht in der Liste«, sagte sie. »Also nicht. Pech gehabt.« Hermann schloss die Tür hinter sich, tastete zurück in den dunklen Raum.
Warum rumorst du bloß so rum? Fluchte Peter, als Hermann sich wieder hinlegte. Herr Suminski, Sie haben das vorhin in so einem Nebensatz gesagt, Sie hätten sich fast wie ein Haustier an die neue Familie rangeschlichen. Wie können Sie uns ein bisschen genauer diese Überlebensstrategie eines 11-, 12-Jährigen beschreiben? Wie orientiert man sich, wenn es eigentlich keine Orientierung mehr gibt? Gibt es einen Instinkt des Überlebens oder gibt es Pläne? Also das Hauptmotiv war ja beim allem Tun und Lassen, wo gibt es was zu essen? Nicht? Und da rannte man auch wie ein Hund, wo irgendetwas zu finden war, das man essen konnte. Und ich habe von dieser Zeit, ist bei mir zurückgeblieben, eine manische Sucht nach Sammeln von Beeren, Pilzen und all diesen Dingen, die in der Natur wachsen, weil das eben Nahrung ist. Ich hätte Sie gern nach Ihrer Leidenschaft für Kartoffeln noch gefragt. Ja, die müssen Sie eigentlich haben nach Lektüre Ihrer Bücher. Die Kartoffel ist mir auch eine der liebsten Pflanzen, die wir damals hatten. Das Kartoffelsammeln, Stoppeln auf den Feldern und so weiter. Also diese ganz trivialen kleinen Dinge, das war eigentlich die Hauptsache. Und darüber vergaß man das Große im Übrigen. Also das physische Überleben überhaupt. Das war die Hauptsache an der ganzen Geschichte. Und da schloss man sich hier mal an und da mal. Ich habe ja auch gearbeitet. Ich habe ja als Elfjähriger auf einer Kolchose da gearbeitet. Ich weiß nicht mehr, was ich gemacht habe da. Bin dann abends immer wieder nach Hause gelaufen, habe mich da hingelegt, musste leider am Friedhof vorbei bei diesem Weg. Und wenn es dann dunkel war, war das immer eine Angstpartie, am Friedhof vorbeizukommen. Und ich war dann ganz überrascht, als im Spätsommer von dieser Kolchose ein Wagen ins Dorf kam und einen Sack Getreide ablud bei mir. Ja, du hast gearbeitet, du kriegst auch was. Das war also der Lohn dafür, für diese, ich weiß nicht, was aus dem Getreide geworden ist. Ich habe es vermutlich, man kann ja auch Körner so essen oder man kann sie in Wasser aufkochen. Irgendwie. Aber das war dieses ganz schlichte Überleben und ohne an große Dinge zu denken. Wir wussten ja auch nicht, dass der Krieg zu Ende war. Hatten Sie denn mit... Also als Elfjähriger plant man nicht die Zukunft. Aber hatten Sie so eine Vorstellung, wenn kein Krieg gekommen wäre, wenn ich mit meiner Familie weiter in Ostpreußen hätte leben können, was wäre dann aus dem erwachsenen Arno Suminski geworden in Ihrem kindlichen Denken? Wären Sie ein Landwirt in Ostpreußen oder gab es so eine... Also bis zu meinem 11. Lebensjahr hatte ich überhaupt keine Pläne. Ich war ein Rabauke, der da rumlief im Dorf und... eigentlich gemacht hat, was er wollte und auch die Eltern ein bisschen schikaniert hat. Was sich nachher so auswirkte, dass ich diesen Verlust der Eltern als Bestrafung auch noch das durch eine höhere Instanz für mein Verhalten praktisch aufgefasst habe. Nicht? Also ich hatte diese Pläne von Schreiben und so weiter. Schule war mir so fern. Zwei Jahre sind mir ja praktisch ist mir ja die Schule erspart geblieben dadurch. Nicht? Erspart. Erspart, ja. Im Januar 45 war mein letzter Schultag und Ostern 45 sollte ich zur höheren Schule, wo immer das war, ich weiß nicht. Es war ein Horror in meiner Vorstellung. Aus meinem Dorf weg mit einem Bus oder mit der Kleinbahn in eine Stadt fahren oder auch noch die Woche über bei fremden Leuten wohnen, um da zur Schule zu gehen. Die Rote Armee hat mich von dieser Schule befreit. Naja, aber hat sie dann auch, wenn man so sagen muss, auf eine ziemlich größere Lebensreise geschickt als der Weg zur höheren Schule. Herr Suminski, die Frage, Sie waren bei dieser Familie, haben dort wie auch immer angedockt und sind dann in den Westen in ein Waisenhaus gekommen. Und irgendwann mussten Sie sich orientieren, was mache ich beruflich, wie geht es jetzt weiter? Wer hat Ihnen denn dabei geholfen? Das ist ja so eine Phase, da berät man mit Eltern.
Also, wie findet man seinen Weg ohne diesen Ruhepol Familie? Ja, bei mir hat dieses Schicksal, was ich da hatte, mit dem Verlust der Eltern und dieses armselige Rumlaufen dadurch durchs Land und um Nahrung suchen und Unterkunft und so weiter, hat eines bewirkt, was ohne dem sicher nicht passiert wäre, dass ich einen unerhörten Willen entwickelt habe, euch werde ich zeigen, ich werde es schaffen, ich will irgendwas werden. Das war mein, schon als Kind, mein, nachdem ich die Eltern verloren habe, mein Gedanke, also jetzt musst du irgendetwas Besonderes machen. Ne? Also das vermeintliche Defizit zu Antrieb im Leben, ist ja, zum Antrieb im Leben mich, geworden. Hat mich angetrieben zur Leistung. Auch um es meinen Eltern zu zeigen, um es wieder gut zu machen oder was. Ne? Haben Sie zu dem Zeitpunkt immer noch geglaubt, der Sommer wird kommen, wir werden uns wiedersehen? Naja, ich habe es also die ersten beiden Jahre geglaubt. Und dann, in der Zeit hat man ja an alle möglichen Institutionen, vor allen Dingen ans Rote Kreuz geschrieben und Anträge gestellt. Und es kamen dann ja auch immer viele, viele andere, die sagten, naja, von denen, die da verschleppt sind, da kommt keiner wieder. Da sind die meisten gestorben. Und so schwand diese Hoffnung mehr und mehr. Endgültige Bestätigung habe ich wirklich im Jahre 1998 bekommen. Wie war das? Da kam der Brief mit dem Roten Kreuz. Da kam der Brief mit dem Roten Kreuz, ja. Mhm. Und sagte mir, dass also die Archive in Russland seien jetzt geöffnet und sie hätten da Einblick nehmen können. Und die Mutter ist im Jahre 46 im Juni gestorben, mein Vater schon im Jahre 45. Ja, und das war's dann. Ne? Waren Sie, gibt es Gräber Ihrer Eltern? Also, es wird immer wieder gefragt, Mensch, fahr doch mal hin da. Also, es wurde gesagt, in Tschuwaschien, in einem Waldlager. Und ich habe davon abgesehen, weil ich inzwischen weiß, wie diese Gräber, wenn es die ja gab, aussahen. Da wurden große Kuhlen geschaufelt und dann kamen die Toten der Nacht rein. Und am nächsten Tag kamen die anderen Toten rein und wenn alles voll war, wurden die zugeschüttet. Also Kriegsgräber in dem Sinne. Sind keine würdevollen Orte. Und das wollte ich mir eigentlich nicht antun. Mhm. Ne? Dass ich da nun durch den Wald irre und so ein Massengrab suche, ohne zu wissen, ob die überhaupt dabei sind. Ne? Aber was hat dieser Brief, wie wichtig war der und was hat der bewirkt? War das dann so ein Aufatmen, eine Gewissheit, ein Sterben einer Hoffnung? Was war das? Dass sie nicht mehr lebten, das war schon vorher klar. Denn schon vom Alter her, also meine Mutter, mein Vater hätte 120 sein müssen, um das noch zu erleben und meine Mutter 105 Jahre. Also das war, dass sie nicht mehr lebten, war schon da völlig klar, als dieser Brief kam. Es hat mich nur ein bisschen verwundert, dass wirklich in der großen Sowjetunion darüber Buch geführt worden ist, über dieses kleine Schicksal von ein paar tausend Zivilgefangenen, dass man jetzt dann auch nachlesen kann, Erna Sominski ist dann und dann und da gestorben. Das hat mich eigentlich überrascht. Wenn Sie an Ihre Eltern denken, Herr Sominski, was fällt Ihnen ein? Können Sie sich die Stimmen noch vorstellen? Haben Sie Szenen im Hinterkopf? Ja, also sie waren beide sehr verschieden. Meine Mutter war sehr fleißig und immer optimistisch. Also, und mein Vater war mehr ernster Natur. Und wir haben also nicht über den Krieg gesprochen. Meine Mutter hat mir vom Ersten Weltkrieg erzählt. Den hat sie ja auch erlebt. Ne? Und also sie haben mir wenig in dem Sinne mitgegeben, dass mein Vater mir nun erzählt hat, dies und das musst du tun oder sowas. Das erinnere ich eigentlich nicht. Und so ist also im Grunde genommen nur geblieben die Erinnerung an eine fröhliche Frau, die auch in der größten Not immer noch einen lustigen Spruch auf Lager hatte und so weiter. Das ist
Das ist bei meiner Mutter übrig geblieben. Ne? Ist die Szene, die Sie in Jokenen schildern, wo Hermann, als er durch die Häuser geht, noch ein Familienfoto findet, ist die authentisch? Also da gibt es so eine Szene, dass er noch ein Bild von Vater und Mutter und sich selbst findet. Und auch im Klappentext ist ein Familienbild der Sominskis. Ist das so ein bleibendes Erinnerungsstück? Dieses Foto habe ich nicht gefunden. Das hat mir jemand zugeschickt, der es gefunden hat. Gut. Ne? Und trotzdem ist es in guten Händen. Die Freiheit des Romanschriftstellers, dass man ein bisschen was verändern kann. Nicht? Aber Sie nennen da jetzt das Stichwort Freiheit des Romanschriftstellers. Sie haben erstens, mich würde ja sehr interessieren, wie Sie Holzfäller in Kanada wurden. Das war auch eine Schlaufe in Ihrem Leben, die Sie genommen haben, bevor Sie Schriftsteller wurden und Versicherungskaufmann. Ich war besessen, eigentlich zu lernen. Das war auch eine Folge dieser Geschichte. 2 Jahre Schule fehlten mir und ich habe privat also gelernt wie ein Besessener. Wenn ich eine Radtour gemacht habe, habe ich unterwegs irgendwelche Stichworte aufgesagt und so weiter. Okay. Also ich war total darauf fixiert, also etwas zu machen, etwas zu werden und etwas zu leisten. So, und dann ergab es sich nun hier, das war in Schleswig-Holstein schon, dass ich also zu einem Rechtsanwalt, Notar als Lehrling in die Praxis kam. Das hätte auch ein Architekt sein können. Das war nur zufällig bei uns in der Nähe, Rechtsanwalt und Notar. So. Dann habe ich also da eine Anwaltsgehilfenprüfung gemacht, habe da gearbeitet, ein paar Jahre. Dann bin ich mit Freunden nach Kanada gegangen, was also nicht gerade zu dieser Lebensleistung gehörte. Das war an sich ein bisschen Abenteuer und Geld verdienen und so weiter. Das sind auch alle wiedergekommen. Arno bricht noch mal aus, bevor er bürgerlich wird. Wie? Noch mal ausbrechen, bevor man bürgerlich wird? Ja, das ist richtig. Es war ein bisschen Abenteuer. Ja, genau. Und dann sind alle wiedergekommen, alle 4, die wir rausgegangen sind. Und dann habe ich wieder in einem Anwaltsbüro gearbeitet und dann zu einer Versicherung in die Rechtsabteilung. Da schwebte mir immer noch schon vor Schreiben. Und deshalb konnte ich auf keinen Fall auch in Kanada bleiben, weil ich mir nicht vorstellen konnte, dass ich in englischer Sprache Jokenen oder sowas schreiben könnte. Nicht? Also ich musste zurück hier zur Quelle praktisch. Nicht? Und dann entstand also 1974 kam Jokenen. Was Sie ja sicher noch nebenbei geschrieben haben. Alles nebenbei geschrieben. Ich habe aber schon auch als Versicherungsjournalist geschrieben. Das habe ich auch schon. Ich hab wahnsinnig viel gemacht damals. Und Jokenen ist ja auf eine ganz sonderbare Weise in die Welt gekommen. Als es fertig war, habe ich gedacht, was machen wir nun? Da habe ich eine Anzeige aufgegeben in einer Tageszeitung. Da stand ungewöhnliches Manuskript über Ostpreußen, sucht einen Verleger. Wie viele haben sich gemeldet? 6. Mhm. 6 haben sich gemeldet, darunter der Hoffmann und Campo Verlag in Hamburg. Da habe ich es zuerst hingeschickt. Die waren begeistert, aber die sagten, Mensch, wir haben Siegfried Lenz, der schreibt auch gerade an einem ostpreußischen Thema, dass wir können da keine Konkurrenz machen hier nur. Ich habe erst gezweifelt, aber das stimmte, er schrieb an seinem Heimatmuseum. Aber der ablehnende Brief war also so enthusiastisch, dass ich damit hausieren konnte. Hat sie motiviert? Ja. Hat sie nicht demotiviert? Sie hat auch andere nur angesprochen, wo ich das nur weitergegeben hatte. Und so kam Jokenen auf die Welt. Aber sagen Sie, Sie haben gesagt, Sie wussten immer, ich will schreiben, wussten Sie auch immer, ich will über Ostpreußen schreiben, war immer diese Verbindung? Das war überhaupt nicht so. Es war ursprünglich, habe ich alles möglich. Ich habe also Erzählungen geschrieben, auch über die Verhältnisse in Kanada. Ich habe mich mit einem Krimi versucht und alles solche. Alles nur für mich. Also ich habe das noch nirgendwo angeboten gehabt. Und dann kam mir eines Tages die Erleuchtung, sag mal, was versuchst du dich mit diesen ausgedachten Themen? Du hast doch etwas erlebt, das ist ja nicht alltäglich. Schreib das doch. Und dann machte ich als erstes einen Fehler, indem ich in der Ich-Form schrieb. Also wie der Hermann, ja, alles in Ich-Form.
Das war für diesen Stoff völlig unerträglich. Die Ich-Form ist eine sehr emotionale Form. Und als ich mir das angesehen habe, habe ich gesagt, nee, das kannst du unmöglich machen. Das musst du also in der normalen Er-Form. Und aus der Distanzsicht von Kindern. Kinder können ja über Leichen springen, ohne es zu merken, so ungefähr. So muss Joaquin erscheinen und so ist es auch gewesen. Ja, Sie beschreiben ja eigentlich sehr drastisch dort, wie viel tote Menschen, Tiere, Gewalt ein Kind erleben kann. Und trotzdem liest man weiter. Also es ist, ist ganz faszinierend, wie Sie das hinkriegen. Ich möchte noch eines sagen zu dieser Geschichte. Und das war schon, bevor ich meine Eltern verlor. Das war schon in den letzten Kriegstagen und während der Flucht. Dieses Gefühl, was ich spürte, die Unsicherheit der Eltern, die sonst alles wussten, alles richtig machten, alles wussten nicht mehr weiter. Und das spürte man. Das war im Grunde genommen schon ein Vorverlust, bevor sie nur endgültig abgeholt werden. Also der Verlust der Geborgenheit in der Geborgenheit. Ja, eigentlich nicht schon. In der Geborgenheit, auch in der Sicherheit. Da geht es lang und das machen wir und das machen wir und so weiter. Das wurde alles unsicher. Sie wussten nicht mehr, wie das weitergeht mit dem Krieg, mit der Flucht und so weiter. Sie waren also auch eigentlich hilflos. Ne? Sie haben in unserem Vorgespräch den Satz gesagt, ohne den Verlust der Eltern und der Heimat wäre ich gar nicht Schriftsteller geworden. Glauben Sie wirklich, dass es so gewesen wäre? Naja, ich war ja unabhängig davon, war ich schon besessen, darauf zu schreiben. Ich hätte vielleicht dieses nicht so geschrieben. Aber dass ich Schriftsteller werden wollte, das hängt schon mit dieser Manie zusammen, jetzt nachdem ich die Eltern verloren hatte. Du musst was schaffen, du musst was arbeiten, mach was. Und da stellte ich nun fest, schon in den letzten Schuljahren, das Schreiben mein Bestes war, Aufsätze und so weiter und so. Wenn ich also hätte singen können, wäre ich Sänger geworden. War Ihr Elternhaus ein literates Elternhaus? Waren Bücher bei Ihnen wichtig? Mein Vater ja, aber wir haben da leider nicht drüber gesprochen. Hatte eine große Bücherwand und alles Mögliche drin. Ich weiß nicht mehr, was da war. Also sehr, nur ganz wie auf dem Dorf da. Große literarische Aktionen gab es da nicht. Er hatte großen Kontakt mit seinem früheren Lehrer, der da lebt. Und da war so eine gewisse geistige Bildung da. Ne? Sie sind trotz Ihrer ostpreußischen Geschichte oder vielleicht wegen Ihrer ostpreußischen Geschichte nie der Versuchung erlegen, ostpreußlertümlerisch zu werden oder so das Leiden der anderen zu vergessen. Also mit Winter 1945, wo Sie die Ermordung der jüdischen Frauen ja auch sehr drastisch schildern und auch der Schuldfrage nachgehen. Wie haben Sie sich davor bewahrt, nicht Ihr Leid nicht als das Leid, als Nabel der Welt zu sehen, sondern den klaren Blick zu bewahren, Herr Suminski? Also das ist wohl eine Charaktereigenschaft, die ich von meiner Mutter geerbt habe. Ich kann nicht hassen in dem Sinne. Und ich kann auch die fünf Soldaten nicht hassen, die meine Eltern abgeholt haben. Was ich gehasst oder verachtet habe, war natürlich das System, das so etwas ermöglicht hat. Da sind ja alle, die das erlebt haben im Osten, wie die Rote Armee da einmarschiert ist, sicher auch noch in Berlin, die sind ja durch das Verhalten dieser Armee, sind die endgültig vom Kommunismus kuriert worden. Das wurde nach meiner Überzeugung ein Cordon Sanitaire. Durch die vielen Flüchtlinge, Vertriebenen, die erlebt haben, was da passiert ist. Nicht? Und also ich habe immer, ich meine auch durch die persönlichen Kontakte, als wir das erste Mal nach Polen fuhren und ich mein Haus besuchte, da wohnten also mein Haus, muss ich schon mit Anführungsstrichen sagen, das habe ich nicht gesagt. Ich habe nicht gesagt, das ist mein Haus. Das Haus, in dem Sie mal gewohnt haben. Und wir sind da so nett bewertet worden und so weiter. Und das Verhältnis war so nett, dass ich kann mir nicht vorstellen, dass man
diese Menschen mit einer Forderung nach Rückgabe oder sowas irgendwie konfrontiert. Nicht? Außerdem bin ich auch ein großer Europäer, es ist mir alles egal im Grunde genommen, ob Masuren deutsch ist oder polnisch ist, es ist europäisch. So ist es mein Denken im Grunde genommen. Nicht? Wann sind Sie zum ersten Mal hingefahren wieder? 1974, das hing auch mit Jukenen zusammen. Das Buch war im Druck schon. Und ich überlegte zusammen mit meiner Frau und den Kindern, wie gesagt, mein Gott, wer weiß, wenn das Buch fertig ist und rauskommt, vielleicht lassen sie sich nicht mehr rein nachher da. Ne? Ach so. Also sind wir nochmal hingefahren und haben das nochmal alles uns angeguckt, wie das war. Erstaunlich emotionslos für mich. Ich wundere mich im Nachhinein noch. Es gab keine Stelle, wo ich sagte, also hier muss ich mal mich hinsetzen und Tränen vergießen. Überhaupt nicht. Macht damit zusammengehangen haben, dass wir nur mit den Kindern immer waren und die Kinder dies fragten und das fragten. Aber ich bin da wirklich, ich habe ja auch das Gefühl für diese Heimat schon 45 verloren. Das ist ja mein Erlebnis, was es auch in Jukenen drin steht. Ich hatte Heimweh nach meinem Elternhaus, obwohl ich wusste, die sind nicht da. Obwohl ich wusste, es ist niemand da, das Dorf ist ganz leer. Ich hatte Heimweh. Habe mich aufgemacht, bin also hingelaufen und erlebte dann emotional nur eine wahnsinnige Enttäuschung. Es war niemand da, alles zerstört. Keine Fenster drin, keine Türen drin, Haufen Unrat und so weiter. Da hörte das auf, meine Heimat zu sein, im Grunde genommen, weil es keine Menschen da waren, die mir nahe standen. Und wenn ich Sie heute frage, wo ist Heimat, Herr Suminski? Oh, da gibt es drei Stück. Da gibt es Hamburg, wo ich seit 50 Jahren lebe. Da gibt es Wacken in Schleswig-Holstein. Ich möchte mal wissen, wer das alles kennt. Wo Sie Musik machen? Wo die Musik herkommt, ja. Da haben wir seit 40 Jahren ein Wochenendhaus und einen Wald, was mir noch wichtiger ist. Wir haben uns da selbst einen Wald angelegt. Naja, und dann schon ein bisschen hier das alte Ostpreußen, wo wir häufig jetzt hinfahren, auch im nächsten Monat wieder. Aber ich nicht dieses Haus, das gar nicht mehr steht jetzt im Übrigen. Und es ist diese drei Heimate habe ich. Was spüren Sie dort, wenn Sie da sind? Naja, es kommen natürlich so ein bisschen die Erinnerungen. So, neulich stand ich da auf dem Hügel, wo das Haus gestanden hat und guckte über den Teich. Mein Gott, der Birnbaum ist ja noch da, und unter dem du gesessen hast damals. Und das sind so Erinnerungen, die schon prägen dann. Ne? Herr Suminski, haben Sie sich eigentlich selbst je, weil wir sitzen ja hier unter dem großen Titel Kriegskind, haben Sie sich jemals selbst in den Jahren vor 1990 als Kriegskind bezeichnet, bevor der Begriff zum Begriff wurde? Nein, eigentlich nicht. Ich meine, das ist mir... Ich wollte auch nicht bemitleidet werden deswegen und nicht, keine Sonderstellung haben oder sowas. Und deshalb, also ich habe mich nie als Kriegskind, als Kriegsweise nie verstanden. Sie haben das auch, ich glaube, das haben Sie jetzt uns sehr deutlich gemacht, Sie haben das auch nicht so sehr als nur Defizit begriffen, Ihr Schicksal, sondern auch als was... Ja, absolut. Ne? Ich hatte, nachdem ich meine Eltern verloren hatte, wir waren alle nicht sehr religiös, mein Vater schon gar nicht, meine Mutter ein bisschen. Und da hatte ich plötzlich das Gefühl, der liebe Gott hat dich bestraft. Nee. Der hat dich bestraft, weil du nicht lieb genug warst zu deinen Eltern oder irgendwie das. Und so kam denn diese Geschichte in Gange, dass du etwas tun musst, dass du etwas leisten musst und so weiter. Ne? Jetzt würde ich gern nochmal bei Ihnen abfragen, was die Forschung ja immer sagt. Die Forschung sagt, dass im Alter oder die Generation der Kriegskinder ist ja jetzt in einem Alter, wo offenbar Kindheit immer wichtiger wird, ist es bei Ihnen auch so, dass
diese Erlebnisse wieder virulenter da sind, dass sie mehr sich damit beschäftigen? Also es ist tatsächlich so, im Alter denkt man mehr an diese alten Dinge zurück. Ich weiß nicht warum. Und man sieht das alles viel deutlicher noch vor Augen, jetzt im Alter, während das andere, was danach geschehen ist, so ein bisschen in den Hintergrund tritt. Ich weiß nicht, warum es so ist, als wenn sich ein Kreis schließt von Kindheit zum Alter. Und, ne? Also das ist bei mir auch so. Es ist übrigens auch bei den Lesern so. Es melden sich jetzt sehr viele Leser, die während ihrer Berufszeit, wollen wir sagen, von 20 bis 65 sich um diese ganze Geschichte überhaupt nicht gekümmert haben. Jetzt sind sie Rentner und jetzt fangen sie an, ihre eigene Geschichte zu bedenken, die Geschichte ihrer Eltern, und melden sich nun und schreiben mir also Briefe dazu. Es ist ein allgemeines Phänomen anscheinend. Ne? Albträumen Sie noch davon? Nee. Sind Sie jetzt die große Frage, und klingt vielleicht ein bisschen pathetisch, aber sind Sie versöhnt mit Ihrem Schicksal, Herr Sominski? Ja, also verwöhnt ist nicht der richtige Ausdruck. Versöhnt. Versöhnt, verwöhnt ist richtig. Verwöhnt? Verwöhnt noch ist viel schon besser, richtig. Noch viel besser. Unter diesen Umständen so viel erreicht zu haben, das ist schon, als wenn der da oben etwas Gutes tun wollte. Ne? Also so sehe ich es wirklich. Ne? Und was Sie Ihren Eltern versprochen haben, haben Sie umgesetzt, muss man so sagen. Ja, so ist es. Das, finde ich, ist ein Schlusspunkt in diesem Gespräch. Ich danke Ihnen ganz herzlich, Herr Sominski, dass Sie uns in Ihr Leben haben schauen lassen. Jetzt. Danke schön.